Hallo, ihr Konzeptfans. Mein Name ist Michael Hoppe. Ich melde mich hier vom DKOU-Forum in Berlin. Das ist der größte Kongress für Chirurgen und Orthopäden. Schwieriges Wort. Hier treffen sich jährlich ca. 5000 Ärzte aus dem chirurgischen und orthopädischen Bereich, um sich die neuesten Technologien anzuschauen und an vielen interessanten Workshops teilzunehmen. Ich selbst hier stehe vor dem Konzeptstand und was mir sofort auffällt, ist ein sehr interessanter, aufgeräumter PC. Der PC ist ein All-in-One-PC, dessen Technologie komplett im Fuß verbaut ist. Das heißt, alles sieht sehr aufgeräumt aus. Man sieht keine Kabel hier. Schöner großer Curved-Bildschirm in diesem Falle von der Firma Dell, der direkt am Fuß angebracht ist. Gehen wir mal um den PC herum und schauen uns an, wie das Ganze von hinten aussieht. Und dabei fällt uns auf, dass aus dem Fuß ein Kabel nur rausführt, das den PC mit Strom und Netzwerk versorgt. Ja, das Schöne an dem PC ist also seine sehr elegante Art und Weise, sich zu präsentieren. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Als i3, i5, i7. Hat also volle Desktop-Power. Es gibt eine meist passive und geräuschfreie Kühlung. Und was zusätzlich als Option bei dem PC möglich ist, sind zwei Halterungen, die bis zu 30 Grad verstellt werden können. Also sprich, man kann einen Bildschirm waagrecht und den anderen senkrecht installieren. Oder auch beide waagrecht oder beide senkrecht, je nach Bedarf. Außerdem kann man hier vorne eine sehr schöne Funktion sehen. Das ist so eine Art Induktionsplatte, auf die man sein Smartphone oder Handy legen kann, um es während des Arbeitens zu laden, drahtlos zu laden. Der Modinize M1K, so heißt das Modell, ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich und empfohlen werden Monitore mit VESA-Halterung und integriertem Netzteil. Ja, das ganz kurz zum Thema Modinize. Ich melde mich dann später bei euch wieder.